Showcooking, ne? Showcooking. Also so wie Annalisa vorhin schon meinte, das ist wirklich, als wäre man in einer Backshow. Schon, ne? Das ist komplett. Also ist wirklich so. Hast du eine Schere? Könnte ich von dir eine Schere klauen? Meine ich Schere wurde weggeräumt. Während Sandras Hefeteig geht, kümmert sie sich um ihren fangfrischen Belag. Ich bin fertig. Und? Ich hab schon gehört, war gut, oder? Ja, ich hätte ihn noch dünner machen können, obwohl ich schon dachte, dass er zu dünn ist. Ja, du hast jetzt hinter dir, gell? Dann drücke ich dir weiterhin die Daumen. Endspurt bei Sibylle. Er darf nicht verbrennen, das wäre jetzt Worst Case. Nach ihr ist dann Patrick dran. Das ist ein schicker Teig. Den man bald mal ausrollen sollte. Bei Patrick sind es ja auch nur noch 20 Minuten. Ich habe einen Tipp von einer guten Freundin bekommen, dass ich den Flammkuchen, wenn ich den ausgerollt habe und der sich aber so zusammenzieht wieder, soll ich den kurz abdecken mit einem Handtuch, ein bisschen liegen lassen und dann soll ich ein bisschen warten, dann kann ich den geschmeidiger ausrollen. Hua. Sehr schön. Ich schaue fleißig Patrick zu, da habe ich einen schönen Blick drauf. Da hinten wird gerade bei Sibylle verkostet. Ein bisschen schwer ist es zu hören, aber ich versuche, meine Ohren zu spitzen. Sieht so ein Spitzenflammkuchen aus? Und Schluss. Hände weg vom Gebäck. Oh mein Gott, das ist jetzt so hopp oder top. Vom Rand ist es minimal dunkler, aber ich denke, das ist in Ordnung. Von der Konsistenz dachte ich eigentlich auch, dass er relativ stabil ist. Ich hoffe, dass er knusprig durchgebacken ist. Sibylle, was für einen Flammkuchen hast du für uns zubereitet? Ich habe euch heute einen Flammkuchen vorbereitet mit einer Schmand-Rosmarin-Creme. Darauf habe ich gelegt Pfirsiche, Schafskäse und rote Zwiebelringe. Dann noch ein bisschen Rosmarin und oben als letztes drauf Blütenhonig. Bei dir kann man auch sehr schön die Backfarbe sehen. An diesen Stellen hier oben ist es so ein bisschen dunkler geraten. Ist aber noch für mich völlig in Ordnung. Kommt beim Flammkuchen auch vor, ist typisch. Bin gespannt, wie es in der Mitte gebacken ist. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht noch ein Tick länger hätte sein können. Mhm. Es ist wirklich richtig geil. Vor allen Dingen das hier, das gehört letztendlich dazu. Es ist nicht verbrannt, sondern es ist die Charakteristik. Und wenn der Flammkuchen solche Beulen schmeißt, dann ist es ein Indiz dafür, dass er sehr dünn gebacken ist. Das ist schon mal ein sehr, sehr schöner Anblick. Ich glaube, das hattest du gewollt, dass, ja, das ist dass die Spitze nicht runterkippt, sondern dass es tatsächlich stabiler ist in der Mitte. Der Teig ist sehr dünn ausgebacken, genau so, wie es beim Flammkuchen sein muss. Du hast unten einen wunderschönen Crunch, der stand. Und dann ist es obendrauf von der Zusammenstellung her sehr ausgewogen. Ich hatte ja so ein bisschen Bedenken, dass es in der Mitte vielleicht nicht ganz so knusprig ist. Das revidiere ich. Also er ist wirklich bis in die Mitte knusprig. Man kann es sehr gut essen. Und geschmacklich auch, finde ich, eine wunderschöne Kombination, die Appetit auf viel mehr macht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Oh, das hört sich gut. Das hört sich gut. Das hört sich aber auch lecker an. Was macht der etwas kompliziertere Hefeteig bei Sandra? Also er wird jetzt noch ein bisschen massiert. Er kriegt noch ein bisschen Schmeicheleinheit. Einen Moment. Ja, der Flammkuchen kann jetzt belegt werden. Ich steche da jetzt ein paar Mal rein, dass der nicht unbedingt so riesengroße Blasen bildet. Jeder arbeitet mit ganz eigenen Tricks. Man kann in etwas vermeintlich Einfaches wie einen Flammkuchen sehr viel Raffinesse stecken. So, Sandra, für dich heißt es Halbzeit. Ja. Patrick, du hast nur noch 15 Minuten. Ach ja. Okay. Ja. Da, Halbzeit. Halbzeit. Ja. Juhu. Läuft. Ja.
Also mein Flammkuchen ist jetzt im Backofen und den lasse ich jetzt ungefähr für 10 bis 12 Minuten. Auf dem Pizzastein verhält sich das immer ein bisschen anders, kommt auf den Ofen drauf an. Ich gucke auf jeden Fall immer nebenbei nach. Also der Teig fühlt sich jetzt wie ein klassischer Hefeteig ein bisschen an. Ich habe zwar weniger Hefeteig genommen als jetzt bei einem Hefegebäck, ja. Aber er ist jetzt ein bisschen gegangen und jetzt ist natürlich extrem wichtig, den so dünn wie möglich, in der Regel 2 mm breit auszurollen. Sandra hat Gemüsesaft hinzugegeben, in dem Fall jetzt rote Beete. Sieht natürlich ziemlich fancy aus, gehört auch nicht klassisch in den Flammkuchen. Allerdings muss man immer wieder sagen, diese rote Beete gibt natürlich auch eine gewisse Süße. Und durch die Süße von der roten Beete kann es sein, dass der Teig natürlich auch knuspriger wird, weil der Zucker anfängt zu karamellisieren bei den hohen Temperaturen. Also es ist immer nicht ganz so schlecht, wenn man mit Gemüsesaft im Teig arbeitet. Das liegt da gleich auf dem Boden, da kann ich nicht mehr nehmen. Bloß nicht. Christian hat uns gerade den Mund so richtig schön wässrig gemacht. Patrick hat gleich einiges nachzuarbeiten. Der Flammkuchen wird eigentlich ziemlich nackt gebacken. Die Haupttoppings kommen halt nach dem Backen drauf. Aber wenn ich Flammkuchen esse, dann esse ich das auch so tatsächlich ganz gerne. Den Geschmacksknospen der Jury wird bestimmt nicht langweilig. So, da kommt jetzt mein Bärlauch-Schmand-Creme-Fraiche-Gemisch drauf. Und der Lachs. Zurück zu Patrick. Und es duftet so gut. Schmeißt der Blasen? Ja, guck mal, der sieht aus wie ein Bett. Das könnten die ja, Kissen. Sieht aus wie 2 Kopfkissen. Tatsächlich. 2 Kopfkissen zugedeckt mit Zwiebeln, finde ich gut. Das war alles geplant. Es backt jetzt bei 250 Grad etwa 12 bis 15 Minuten. Bei Patrick ist es nicht mehr ganz so lange. Ein Bett aus Flammkuchen. Echt ein komisches Gefühl, wenn hier einem zugeguckt wird. Da musst du durch. Bon Appetit. Ich bin fertig. Okay, super. Ja, der Flammkuchen gefällt mir ganz gut. Ich habe gewünscht, dass er so ein paar Bläschen schlägt. Das hat er definitiv gemacht. Ja, ich glaube, ich bin ganz zufrieden damit. Ich glaube, der Pizzastein hat wirklich was gebracht. Patrick, was erwartet uns geschmacklich bei deinem Flammkuchen? Ich habe euch einen Flammkuchen alla Italia mitgebracht mit roten Zwiebeln, Prosciutto-Schinken, selbstgemachtem Basilikumpesto und karamellisierten Cherry-Tomaten. Dein Flammkuchen ist in Form geschnitten, er ist jetzt nicht oval, sondern du hast ihn tatsächlich rechteckig gemacht. Ich mag, dass du es dezenter dekoriert hast, also nicht alles voll gemacht hast mit Rucola, was man häufig ja bei Pizzen hat, dass man gar nicht mehr weiß, was verdeckt sich unter diesem Salat. Also optisch gefällt mir dein Flammkuchen auch wirklich sehr gut. Optisch ist dein Flammkuchen ein absoluter Knaller. Von den Farben her ist es super schön. Die Kirschtomaten glänzen noch so richtig. Also der Burner. Danke. Also auch bei dir. Er hält in der Mitte. Also Patrick, geschmacklich ist es auf jeden Fall eine ziemlich geile Alternative zu der herkömmlichen Pizza. Italien ist definitiv geschmacklich sofort im Mund. Die Zwiebeln sind da, du hast sie richtig groß geschnitten, sodass man auch ein bisschen was zu beißen hat. Einfach richtig geil. Und das ganz Besondere, und das macht deinen Flammkuchen so einzigartig, sind tatsächlich diese karamellisierten Kirschtomaten. Mehr kann man sich nicht wünschen. Danke. Also selbst wenn man den Flammkuchen ohne den Schinken und den Rucola ist, sondern nur das, was mitgebacken ist mit der Pesto, ist das ein ganz toller Geschmack. Auch das würde schon funktionieren. Dankeschön. Vielen Dank. Danke auch. Nun ist nur noch ein Flammkuchen im Ofen. Aber jetzt hole ich es raus. Das wird doch schwarz. Lässt ihn auf dem Papier? Nee, ich schiebe ihn runter, oder? Letzte Arbeitsschritte. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Säure und ein bisschen gesunde Kresse.
viel, so schmeckt da kein Bärlauch mehr. Fertig. Ja, so wie meine Mädels haben wollte, pink. Ist angerichtet. Sandra, was für einen Flammkuchen hast du uns gebacken? Ich habe euch einen fancy rote Beete Flammkuchen mitgebracht mit einer Bärlauch Creme Fraiche Mante Creme drauf, frischem Lachs, roten Zwiebeln, Pinienkernen und jetzt als Topping für die Säure die Granatapfelkerne und ein bisschen Kresse fürs gute Gewissen. Du hast dich auch eher für einen zurechtgeschnittenen Flammkuchen entschieden. Man kann hier auch noch die Farbe erkennen. Es ist ein natürlicher Farbton. Das gefällt mir gut, das passt jetzt sehr gut auch zu den Granatäpfeln. Optisch finde ich es sehr ansprechend, es sind schöne Farben, auch mit diesem Rot und dem Grün und dem Lachs dazu. Ich bin tatsächlich auf den Teig sehr gespannt. Optisch ist absoluter Knaller, auch das mit dem Einfärben von dem Teig. Von außen bin ich restlos begeistert. Also er ist ein bisschen weicher in der Mitte, aber du hast auch sehr viel Belag in der Mitte. Der Lachs ist perfekt gegart. Zwiebeln sind üppig drauf, auch die Kresse, die du oben drauf gelegt hast, ganz frisch, hat noch mal so was ganz leicht Scharfes. Das i-Tüpfelchen bei dir sind die Granatapfelkerne, weil wenn man da drauf beißt, hat man noch mal eine ganz andere Textur. Eine ungewöhnliche Geschmackskombination, die aber wieder sehr gut zusammenpasst. Dieses Fingerspitzengefühl für die Aromen hast du auf jeden Fall. Vielen Dank.